Jo, Leute. Es geht los. Ich muss mich eben kurz eingrooven. So. Geil! Ist aber ein bisschen dunkel hier. Einmal daneben gehauen. So. Oh Gott, es ist so dunkel hier. Geil.
Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Jo, wie komme ich da? Ah, da oben. Wow. Achso, jetzt muss ich die andere Bühne. Nee, hier. Ah, okay. Okay. Ich sehe den Hund nicht. Mm-hmm.
Hey, wie ich da dran hängen bleibe. So. Was? Wieso bleib ich denn da blöd dran hängen, ey? Wie kommt man denn in den Raum da? Oder in den? Den habe ich nicht gesehen, weil es so dunkel ist.
Oh. So, Party vorbei, würde ich mal behaupten. Puh, hier und weg. Meine Waffe, der Schlagring, Dirty Hands. Diese Mistkerle haben wir ganz schön dran gekriegt, was? Das sollten wir feiern, meinst du nicht? Weiß nicht, was? Du weißt es nicht? Was zur Hölle soll denn das heißen? Ich glaube, ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen, in Ordnung. Und warum das? Du hast hier doch alles, was du brauchst, oder etwa nicht? Ja. Ich muss heim zu meiner Freundin. Das war ein harter Tag. Junge, das Fräulein hat dich aber ziemlich bei den Eiern, was? Ein richtiger Mann braucht keine Frauen, um sein Leben zu leben. Sobald du dich an jemanden bindest, bist du im Arsch. Abgesehen davon ist das Mädel viel zu gut für dich und eines Tages wird ihr das auch bewusst werden. Aber okay, das geht mich nichts an. Geh eben nach Hause, wenn du willst. Okay, also dann, wir sehen uns morgen. Ach, bevor du gehst, draußen auf dem Tisch liegt eine Kleinigkeit für dich. Kauf deinem Mädchen was Feines, okay? Also, der Dude hier wird tatsächlich verlassen. Das war ein Haufen Geld oder so.
So, okay Jungs, heute Nacht sind wir reich, wir können tun, was immer wir wollen, den Kolumbianern bleibt nichts, sie werden uns fürchten. Ein Hoch auf unser neues Leben, das als Könige der Straße. Ballern gehen! Ab in den Van. Blood Money. 22. Szene. Es wird wahrscheinlich mein vorletzter Part. Hier halt nicht. Drei Schuss. Hier ist ein Banküberfall. Gott.
Köln. Ups, da war ich ein bisschen zu langsam. Kommt noch einer. Vielleicht gehe ich auch erstmal oben rum. Oder auch nicht. Hammer. Das war's. Okay. Gott. Scheiße. What?
wo kam der denn her? Oh, behindert. Oh Gott, hat der mich erschrocken, ey. So, ich hab's. Jetzt sollten alle Sicherheitstüren deaktiviert sein. Okay. Das bedeutet... Nee, ey. Nur noch einer. Oh Gott. So. Dieser Seite ist einer. Erwischt.
Oh Gott. Gott. Fuck. Anstrengend, ey. So, in die Geldkammer. Und da sitzt jemand. Im Tresor. Vater? Was machst du hier? Ich bin nicht hier. Was? Das weißt du. Ja, ich weiß. Warum bist du dann hier? Ich weiß nicht. Ich will dich stolz machen. Solche Dinge erzählen nicht. Ich sehe, du hast dich nicht verändert. Du bist genau wie ich. Du kapierst nichts, bis es zu spät ist. Dein Vater hat recht, du kapierst es nicht, oder? Nicht, dass das noch eine Rolle spielen würde. Am Ende ist alles egal. Und es gibt nichts mehr, was du tun kannst, oder? Aber Vater, er hat es dir bereits gesagt. Es ist nicht mehr hier, genauso wie du. Okay. Haben wir hier Bloodline, dein Vermächtnis. Alles klar, ich würde sagen, nächster Part, bis dann.